Moin und hallo zu einer neuen Folge von Arjon. Jo, fangen wir erstmal hier an. Solorius Geschichte Teil 10. Als es so dunkel wird, macht Nico Nerkrast auf einem Hügel. Zu seiner Überraschung ist er nicht alleine. Neben ihm sitzt ein regloser Mondsichel in Green, der hypnotisiert den Mond anstarrt. Kennst du den Weg zu Santa Shuku Yang? Fragt Nico Nerk. Doch der Inqueen bleibt stumm. Tagesangebote im Iron Shop. Entdecke vom 1. bis zum 24.12. täglich eine neue Solorius-Truhe, die ein zufälliges Item enthält. Heute unter anderem mit der Chance auf Grendels Ausrüstungstruhe, Alchemie-Essenz, Bleistift oder den Gottstein Frigions Trick. Hier geht's zum Iron Shop. Klicke hier. Nee, außerdem nur heute im Preis gesenkt, hochwertige Kiste mit Mana-Stein. Viel Spaß beim Einkaufen, die Schwarzwolkenhändler, jo, auswählen. So, da wäre auch das, nächster Tagesordnungspunkt wäre Moon. So, und da sind wir auch schon wieder fertig soweit. Und es steht natürlich sofort weiter mit sammeln, ja. Ich hoffe, man hört hier im Hintergrund nicht die ganze Zeit so ein. Warte mal, ich tanze mal her. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wenn ja, wenn man das jetzt die ganze Zeit im Hintergrund hört, diese oder tick 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 tick. Ich habe bloß gerade einen Kuchen im Backofen und habe mir hier eine Eieruhr hingestellt, damit ich weiß, wann der fertig ist. Ja, man kann das auch zwar mit einem Handy oder sonst was machen. Ich mache es noch auf die altmodische Art und zwar mit einer Eieruhr. Ich hoffe, jetzt hört man bestimmt auch gerade schön den Krankenwagen. Ah, ist das nicht schön. Und das fährt hier bestimmt. Ich weiß nicht, zehnmal am Tag fährt er bestimmt einen Krankenwagen lang, aber einen Krankenwagen entlang. Aber naja, was will man denn sonst machen? Irgendwo muss man ja wohnen. Und es stört jetzt auch nicht extrem, muss ich jetzt auch sagen. Also man gewöhnt sich an alles. Man kann sich an so vieles gewöhnen und da gewöhnt man sich auch an sowas. Schau mal hier, ob es hier noch was gab. Nö, gut. So. Wir den schon? Ne, den können wir noch nicht. 31 hatten wir, glaube ich. Und Twisp. Ja, wir hatten 31. So. Tionia. Tionia, wir nähern uns übrigens übelst Weihnachten. Ja, in knappen 2 Wochen müsste es schon soweit sein, oder? Ist es schon in 2 Wochen? Moment. Ist es in 2 Wochen? Ich muss jetzt ein bisschen mal schnell hier rüber gehen, dass er nebenbei wenig ein bisschen sammelt. Ja, in 1-2 Wochen heute. Also ich nehme Dienstag auf. Ich hoffe, die Folge. Ja, ich denke mal, die Folge wird ja noch online kommen. In 2 Wochen ist Weihnachten. Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Hm? Weil wenn nicht, dann wird's vielleicht ein bisschen knapp. Naja, gut, 2 Wochen. Für Kerle reicht das zu. Für das weibliche Geschlecht weiß ich es nicht. Kommt doch an, was ihr haben wollt. Oder ihr bestellt online. Das steht natürlich noch besser. Amazon hat ja eh zur Zeit, oder hatten die das, oder haben die es immer noch? Diese Aktion, wo sie alle 2 Stunden oder jede Stunde was Neues im Angebot haben. Weiß ich gar nicht. Steam hatte es auch oder hat es immer noch? Das weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich nochmal gucken. Das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Fragen über Fragen. Aber naja. So, frott, 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 frott,
Frott. So. Dün, dün. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Naja, gut, aber ich glaube, Titanium ist jetzt eh für uns. Ich werde mit Dartrid Martin eine Erfahrung mehr. Hätte ich jetzt einfach mal. Doch, wir haben noch eine Erfahrung bekommen. Aha. Aber bald nicht mehr wahrscheinlich, weil es ja hier schon weiß ist. Oh, jetzt kämpfen jetzt wie eine Brillensilfe und eine Zwielicht. Oktazeit. Ich überhaupt immer in der Guild online? Nee, ich bin noch online. Oh, okay. Dann ist ja auch gut. Wenn Tina online ist, ist es immer gut. Fort ist weg. Der Kräuter. Ich kann nicht mit der reden, okay. Bup. Und weiter geht's. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles ziemlich langweilig. Aber was soll ich denn machen? Ich muss ja hier irgendwie mal sammeln. Ich könnte es. Nee. Ich schaffe es auch zurzeit nicht mal so in der Freizeit, das mal zu machen. Das schaffe ich zurzeit nicht. Ah, ist halt alles zurzeit sehr stressig. Sehr stressig. Dann, wenn ich schon wieder dran denke, dass ich über Weihnachten nicht da bin, über Silvester nicht da bin, dann muss ich ja noch voraufnehmen. Oh, das wird ja nochmal richtig richtig anstrengend, also nochmal richtig viel Zeit fressen. Ich mache es ja gerne, aber es dauert halt immer, es dauert und dauert. Man muss halt immer die Zeit dafür haben, gerade mal. Und wenn man die gerade mal nicht hat, ist es halt blöd. Und das ist zurzeit bei mir extrem schwierig, dass ich da immer die Zeit dafür finde. Weil ich glaube, da ist jeder mal froh, wenn er wohl ich mal. Was weiß ich, in oder zwei Stunden, die man mal am Tag hat, wenn man in zwei Stunden am Tag mal hat, wo man wirklich nichts zu tun hat und sich einfach mal zurücklegen kann. Wo man sich nicht um, was weiß ich, um sonst was kümmern muss mal. Und wenn ich gerade mal am Tag mal, was weiß ich, wenn ich sag mal die Möglichkeit habe, in zwei Stunden mal Ruhe zu haben, dann mache ich in der Zeit halt lieber mal wirklich mal keine Aufnahme. Wenn ich natürlich den ganzen Tag Zeit habe, wie heute, dann kann man es mal machen. Aber dann wird es meistens auch nicht so lange, aber ich mache es dann meistens direkt nach Arbeit und dann überkommt dann irgendwann doch die Müdigkeit. Das habe ich jetzt im BAFO gemerkt. Letzten BAFO-Aufnahme, ich bin ja, das habe ich auch mal, wann habe ich denn das gemacht? Irgendwann abends? Oder nachmittags? Oder nach der, irgendwann nach der Arbeit habe ich das gemacht. Jedenfalls mit im Schlag, weil man hört ja dort bloß viel zu nebenbei. Also man hört eigentlich viel zu und läuft halt nur ein bisschen rum und so, aber es ist halt nicht so, dass du extrem viel machen musst und nicht zuhören und so, ja. Aber wenn man dann so kurz nach Arbeit oder so, wo man eh dann immer diese Müdigkeit hat, so eine Müdigkeitsphase aufnimmt und dann BAFO spielt, ist es natürlich wirklich so, dass der ein bisschen einschläfern. Und da ist mir wohl teilweise die Augen zugefallen. Und darum musste ich dann das auch ein bisschen beenden. Also musste ich jetzt erstmal dann Aufnahmepause machen, weil sonst wäre ich weggeschlafen. Und wenn ich immer penne, dann penne ich und dann wäre es eine, was weiß ich, 3 Stunden Aufnahme geworden, wovon ihr 2,5 Stunden oder sowas oder 2 Stunden, nur ein leichtes Schnarchen gehört hättet. Vielleicht auch ab und zu mal, vielleicht auch noch wie mein Kopf auf den Tisch fällt, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Und darum habe ich gedacht, das muss ja nicht unbedingt sein. Außer ihr wolltet das unbedingt. Dann lässt sich sowas auch mal einrichten. Aber es muss ja eigentlich nicht unbedingt sein, oder?
Meine Ansichtssache. Ansichtssache. An sich kann man es dann vielleicht auch schön so anmachen und dann kann man gut pennen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich schnarche. Ich glaube manchmal. Kommt drauf an. Ob ich Schnuppen habe. Wenn ich Schnuppen habe, bestimmt. Also da denke ich mal hundertprozentig. Ansonsten glaube ich manchmal. Aber ich bin ja eher so, ich penne ja übelst gerne. Ich penne auch generell, wenn ich Beifahrer beim Auto, also im Auto bin, schaffe ich es eine gewisse Zeit und dann schlafe ich ein. Da kann man machen, was man will. Ich schlafe da ein. Also ich bin dann in dem Sinne ein ruhiger Beifahrer. Man darf mich bloß zwischendurch nicht munter machen, weil da werde ich sauer. Ja. Also Leute, die mich irgendwie beim Schlafen munter machen, bei denen bin ich eigentlich, auf die bin ich eigentlich immer sauer. Eigentlich. Weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Aber ich könnte mich schon wieder hinlegen. Oh. Da kann ich jetzt eh nicht, weil ich muss auf den Kuchen warten. Gut, ich könnte auch den Backofen so einstellen. Der hat auch ein manuelles Drehfeld. Also da drehst du auf eine Zeitspanne und dann tickt das auch wie so eine Eier runter. Und dann, wenn das runtergelaufen ist, geht der Backofen aus. Aber das Dumme ist, der hat natürlich noch eine gewisse Restwärme und dann somit backt das Zeug da drin, backt das Zeug da drin weiter und am Ende verbrennt es trotzdem. Obwohl man gesagt hat, es sollte dann aufhören. Aber da geht halt, die Tür müsste halt aufgehen. Und das Teil müsste so leicht rausgefahren kommen. Das könnte man sich bestimmt bauen. Die kämpfen mal wieder. Die haben sich lieb. Warum habe ich jetzt aufgehört zu sammeln? Ach, ich wollte mich noch für die Gesangseinlagen im letzten Teil entschuldigen. Im letzten Teil oder im letzten Beta-Teil? Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall im letzten Teil, im vorletzten Teil kann es auch noch sein. Das weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. So, warte mal, wir kommen von hier. Bum, 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 bum. Bum 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 bo 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 bo